Hier ist der Staatsfunk mit der Kakerlakenschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie ich sehe, haben wir für Sie heute keine Neuigkeiten. Dieselgate, nur heiße Luft. Das übliche Putin-Bashing, nichts Neues in Syrien. Na, dann kann ich ja heute mal früher Feierabend machen. Sehen Sie stattdessen die Wiederholung einer vom Pentagon gesponserten Dokumentation, die sich kritisch mit den Ereignissen des 11. September auseinandersetzt. Na, so schlimm wart ihr heute ja nicht. Genauso wie das Kennedy-Attentat bis heute nicht aufgeklärt ist, werden wohl auch die Geheimnisse und Fragen des 11. September uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Ähnlichkeiten der beiden Fälle sind von den Urhebern bestimmt nicht beabsichtigt, aber es gibt sie. Bei Kennedy gab es die Magic Bullet und 9/11 hat den Magic Passport. Hier wie dort sind es gewöhnliche Objekte, die bei diesen Ereignissen wundersame Eigenschaften gezeigt haben. Die Kugel, die den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten zuerst traf, durchschlug erst von hinten seinen Hals, änderte dann in der Luft die Flugrichtung und traf den vor ihm sitzenden Gouverneur John Connally aus einem anderen Winkel. Ähnlich wundersame Eigenschaften zeigte der Pass von Saddam al-Zoukami. Als Co-Pilot von Mohammed Atta muss er sich mit seinem Pass wohl im Cockpit aufgehalten haben, als American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Center einschlug. Der magische Pass nahm seine Reise mit den explodierenden Trümmern des Flugzeugs durch den Turm hindurch, um dann auf der anderen Seite gemütlich wie ein Blatt im Wind zur Erde zu sinken. Dort wurde er dann von einem unbekannten Passanten gefunden und noch bevor der erste Turm einstürzte, einem Polizisten übergeben. Der Pass ist als Beweismittel gesichert worden und bis heute in einwandfreiem Zustand erhalten. Keine Brandspuren, keine Deformierung. Auf wundersame Weise hat er die explosive Reise durch den Nordturm ohne einen Kratzer überstanden. Bisher hat keine Regierungsbehörde hierzu eine glaubhafte Erklärung vorgelegt. Im Internet kursiert die Theorie, dass aufgrund der erhöhten Gefahr von Selbstmordattentätern Pässe in den muslimischen Ländern auf besondere Weise feuer- und explosionsgeschützt sind. Das muss aber als Verschwörungstheorie abgetan werden. Vernünftige Erklärungsansätze bietet hingegen das Video vom ABC-Nachrichtenhelikopter. Dort kann man deutlich erkennen, dass die Nase des Flugzeugs beim Austritt auf der anderen Seite des Turms noch intakt war. Wenn Saddam al-Zoukami in diesem Moment seinen Pass aus dem Fenster des Cockpits gehalten haben sollte, wäre das Rätsel um den Pass gelöst. Ach nee, lass gut sein. Ist ja eh alles schon so lange her. Da können die noch so viel labern, das Märchen von Ali bin Laden und seinen 19 Räubern globt denen doch eh keiner mehr. Sind zwar keine Beweise aufgetaucht, aber ich sag mal so, wenn in einer Stadt 100 Leute die richtigen Lottozahlen tippen und gewinnen, dann brauche ich keine Beweise, um zu wissen, dass da betrogen wurde. Und bei 9/11 gab's haufenweise so einen Lottogewinne. Also ich meine Sachen, die genauso unwahrscheinlich sind. Da weiß man doch einfach, dass da falsches Spiel getrieben wurde. Aber solange mit 9/11 noch Politik gemacht wird, solange werden wir wohl auch noch die lahmen Dokus im Fernsehen darüber ertragen müssen. Na darauf, Prost! Sag mir, wo die Türme sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Türme sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Türme sind, sieh den Staub im Septemberwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Sag mir, wo die Stahlträger sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Stahlträger sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Stahlträger sind. Kontrolltermination bringt sie fortgeschwind. Wann?